So, und damit geht es jetzt weiter. Erstmal willkommen zurück. Musik anmachen. Das ist vielleicht nicht die beste für das Eck, aber egal. Man dürfte, glaube ich, jetzt eh nicht so viel hören. Ja, hoffentlich mehr als genug, aber nun ja. Wo genau waren wir? Ach, hier waren wir. Dritter Pfeil mittlerweile. Jetzt weiß ich wieder, wo wir waren. Schlachtet es, bevor es Eier legt. Der war, glaube ich, schwach gegen jegliches Chivalry Classes. Was das Ganze jetzt nur bedingt einfacher macht. Ein Chivalry Classes. Irgendwas ging gehen mit dem? Naja. Dann muss sie wohl herhalten. Alter, ich hätte Musik angemacht. Ah, habe ich auch. Wie man bei dem Lied einfach überhaupt nichts hört. Moment. Oh, natürlich nicht mal Zeitstempel verlinkt. Da, fick dich doch. Was für Scheiße. Wieso höre ich jetzt nichts mehr? Ist halt noch lauter. Das Geile ist ja nachher, wenn ich ein lauteres, wenn ein lauteres Lied kommt, ballert es euch die Ohren weg. Das ist recht witzig, muss ich sagen. Ach du Scheiße. Oh, okay. Jetzt dürfen wir erstmal wieder anfangen, den ganzen Spaß selbst zu legen. Da ich das noch nicht gemacht habe, da ich noch aufs Summer Event eingestellt bin, yay. Wir haben den, der gegen die Classes anfällig ist. Das heißt, wir wollen möglichst schnell möglichst viel Damage machen. Na, da. Caster ist er leider nicht. Da muss ich kurz nochmal die Crafting Essenz ersetzen. Leider ist der Gegner kein Cast, sonst wäre es einfacher. Aber ich glaube, ich gehe einfach mal. Ja, voller Ernst ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Normalerweise nehme ich ja immer noch was zum Leveln mit im Hintergrund, aber das sollte ich vielleicht hier mal an der Stelle mal beiseite legen. Dich hatten wir schon. Die Katzin hatte ich vorhin schon. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte sonst immer die Katzin geskippt, ne? Stimmt, das kann sein. Das ist sogar so. Außer dem Dings. Lange her. Schon guter Monat her, dass ich irgendwas aufgenommen habe in der Richtung. So, dann fangen wir doch direkt mal an. Nicht ganz perfekt, aber ausreichend. Das ist jetzt quasi schon fast irrelevant, der Skill. Der hier jetzt allerdings nicht. Gut möglich, dass er jetzt in der ersten Runde direkt Dings reinballert. Sein HP hier. 100.000, dann pro Runde 10.000. Was schon so viel ist. Darum geht's auch gerade nicht. Mir geht's gerade bloß darum, Quits das möglichst viele möglichst schnell zu produzieren. Das ist viel zu wenig, da fehlt die dritte. Die dritte Quick Card. Pack nochmal kurz, wird es trotzdem ausreichend sein.
Oh lol. Dings resistet ihn? Wieso wusste ich davon nichts? Und wieso habe ich jetzt ausgerechnet jetzt keine Karte von ihr? Das ist kacke. Na gut. Das ist noch weniger Crits, dass ich gleich erfüllen habe. Nicht die richtigen Karten, aber hey, macht ja nichts. Dass da die Quidstars nicht kamen, ist natürlich schade, was will man machen. Ich kann halt leider nicht bestimmen, was. Quatsch, die Quidstars ja schon, dass die zweite, also die Buster-Karten, die beiden, die ich auch mir gehofft hatte, nicht kommen. Okay, ich sehe, sie resistet, aber sie ist nicht effektiv. Das kann man machen. Das ist gut zu wissen. Da ihr quasi fast überhaupt nichts drückt. So. Okay, ich habe vorgesorgt jetzt für Gen Alter. Jetzt muss ich nur noch die Quidstars rausgeballert kriegen, was nicht so einfach. Farm kriegen, was nicht so einfach wird, weil. Ja, ich muss darauf hoffen, dass danach von John Alter ein paar Karten kommen. Wenn nicht mindestens eine Basse dabei ist, lohnt sich das quasi überhaupt nicht. Also die Nummer von Tassen meine ich damit logischerweise nicht. Ich raste nochmal aus. Okay. Das mache ich auf ihn. Weil ich muss jetzt hoffen, gerade. Ich muss jetzt an der Stelle mal hoffen, dass er nicht seine Ulti rausballert. Das heißt, ob er einen Charge Loss oder eine Runde aussetzen quasi kriegt, also Lähmung, Charge Loss, perfekt. Das ist gut. Kommt mir sehr gelegen, so kriegt er seine Ulti nicht. Ah, fick dich, Mann, jetzt heil dich doch nicht wieder 100.000. Okay, das ist jetzt nicht das Perfekteste, aber damit kann ich leben. Nee, da machen wir keine Bastard Chain draus. Okay, die Musik ist vielleicht ein bisschen laut, ne? Jetzt ist die Musik zu leise. Das müsste gehen. Okay, ja, sie ist nicht sehr effektiv, das macht das Ganze zu einem Problem in jeder Hinsicht. Das ist nicht so einfach, der Gegner. Ist zwar schwach in der Zeug, aber der kriegt halt trotzdem nicht wirklich Damage. Und ein Servant ist er auch nicht, weshalb ich den hier gleich rausballern kann. Kürzt das pro Runde? Nehmen wir. Das nehmen wir auch. Den Tech Power Buff nehmen wir auch. Und das nehmen wir auch. Bin gespannt. Avenger resistet. Ist sie dann schwach dagegen? Nö, neutral.
Aber Hauptsache, du bist ein Avenger, Alter. Das find ich ja witzig. Also, ist jetzt nicht das Beste, also nicht die beste Ausbeute. Aber ausreichend. John werde ich dann verwenden, wenn er seine Nobel von, seine Nobel Phantasm zünden will. Beziehungsweise eben seinen Spezialangriff oder Extra-Attacker, wie man es jetzt nennen will. Nullify Buff und Curse. Ich finde gut, wie die aktuell einfach saugar, so gut wie die überhaupt keinen Schaden fressen. Und das einfach nur wegen den Buffs. Wie viele Runden halten die Buffs noch? Eine Runde, okay. Das ist jetzt nicht perfekt, aber naja. Es muss auch nicht immer perfekt sein. Das ist eine Bastard-Chain, es reicht mir. Und ja, es ist gut möglich, dass ich den Part quasi ein Stückchen gecuttet habe. Weil er hat jetzt bei mir schon 23 Minuten, ich habe keinen Bock schon wieder 23 Minuten zu rendern. Ich renne da jedes Mal eine Stunde dran, das will auch keiner. Also ich glaube, den ersten Kampf, den habe ich rausgenommen, das ist auch gut so. Der ist jetzt nicht wirklich sehenswert. Aber ohne Scheiß, es ist echt interessant, dass Dings dagegen resistent ist und durch Wavers Buff quasi überhaupt keinen Damage gefressen hat. Da bin ich ein bisschen erstaunt. So, da ich die Story ja sowieso mehr skippe aktuell, außer bei Events, würde ich sagen, kann ich mich hier schon mal verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann hauen sie rein und bis dann.